Hallo, heute nur ganz, ganz kurz. Die Frage lautet, ist Freeshaping die einzig wahre Form von Clickertraining oder nicht? Ja, ich würde als allererstes mal den Unterschied machen zwischen Shapen und Freeshaping, also Formen und freiem Formen. Beim freien Formen wäre es ja so, dass man überhaupt nichts machen dürfte, außer den Klick. Also das Tier hat überhaupt keinen Anhaltspunkt, was es tun soll. Und wenn man das mal selber ausprobiert, dann wird man feststellen, dass das sehr, sehr frustrierend und schwierig ist, rauszufinden, was der andere haben will. Und das ist für ein Tier genauso. Nichtsdestotrotz hat aus meiner Sicht Formen durchaus seine Berechtigung. Denn so manche Sachen kann man damit rauskitzeln, die man sonst nur sehr schwer kriegt, ohne dass man das Tier irgendwie manipulieren muss. Von daher also ein entschiedenes Nein, Free Shape ist nicht die wahre Form, aber man kann es ab und zu mal benutzen, was es für einen Vorteil hat. Es schult unheimlich gut das Auge des Trainers oder der Trainerin, weil man muss sehr, sehr präzise sein, wenn man wirklich das gewünschte Ergebnis haben möchte. Deswegen nutze ich es ganz gerne mal für Dinge, die mir unwichtig sind, um einfach mein eigenes Auge zu schulen, und das machen wir in fortgeschrittenen Gruppen in der Hundeschule auch. Wenn ich allerdings ein schnelles Ergebnis haben möchte und möglichst frustfreies Lernen für das Tier, dann benutze ich eher kein Shapen und wenn auf jeden Fall kein Free Shaping. Dann höchstens im Shapen in Verbindung mit einer anderen Möglichkeit, Verhalten zu erzeugen. Okay, damit hätten wir diese Frage so ein bisschen beleuchtet und ich hoffe, wenn du mal irgendwo jetzt liest, dass Free Shaping ja das einzig wahre Clickertraining ist, dass du das ein bisschen kritischer siehst und nicht einfach so glaubst, denn das ist nicht wirklich total frustfrei und nett für das Tier. Das war's für heute. Tschüss.